Guten Morgen. Oh, ich muss unbedingt in die Kamera gucken. Guten Morgen. Ne? Wie geht's euch? Also hier ist es jetzt gerade 8:30. Wir sind aufgestanden und wir gehen auch jetzt einfach mal 2 Zentimeter. Wir sind hier in der Tür im Eingang vom Hotel und ich gehe einfach jetzt schon mal 2 Zentimeter hier nach. Hier, ja, also hier ist dann auch direkt das Café, wo wir reinlatschen. Wir werden uns jetzt erstmal ein Frühstück gönnen und dann, ja, geht der Tag erstmal richtig los. Ich weiß noch nicht, was wir tun, was wir machen. Vielleicht gehen wir jetzt endlich mal ins Wasser. Mal sehen. Ich werde euch natürlich alles zeigen, also bis gleich. So, und zwar besteht hier das Frühstück in Portugal aus frisch gebackensten Berlinern mit dick Creme drin. Also so richtig frisch, die kommen gerade irgendwie aus dem Ofen oder so. Kaffee, sowas, Kaffee und, ne? Voll fett. voll fett, ey. Ja gut, wir laufen dann gleich wieder weiter. Was machen wir gleich überhaupt? Was ist so der Plan? Erstmal wir warten auf die Kunden. Ja, das wir können gleich den Strand nochmal latschen. Seht ihr, die Portugiesen nehmen das alles immer ganz schön langsam. Wir sind noch hier und zwar sind noch diese 2 Berliner sind noch übrig. Das ist so krass. Die füllen so hart. Geht nicht. Kann man nicht essen. Aber einen Kaffee kann man trinken. So, und wie heißt es jetzt? Au revoir. Mehr leckt. Seht ihr? Das war natürlich komplett flüssig. Der meint, er spricht das flüssigste Portugiesisch, das die Deutschen hier gesehen haben. Das heißt auf jeden Fall, du musst hier, wenn du sagst Kaffee in Portugal, dann kriegst du Espresso. Ja, ich hab dir ja keinen hier, ey. So einen kleinen, ne? Wenn du sagst Kaffee mit Milch, musst du extra sagen, Kaffee mit Milch, kriegst du so eine Tasse Kaffee. Das ist ein bisschen verwirrend hier. Letztes Mal meinte mein Vater, dann haben sie immer wieder gesagt, nee, ich will einen Kaffee, ne? Ich will einen Kaffee. Und irgendwann sind die Portugiesen so verzweifelt gewesen, dass die meinem Vater einfach 5-6 Espressos in eine Tasse reingeschüttet haben und ihm dann wollten ihm das Portischneider so, oh, bricht ihm fast die Zunge dabei ab, so viel Koffein war da drin. Ja. Schwer wird es erst, wenn du einen Kaffee ohne Milch möchtest. Ja, das kannst du nicht erklären. Kaffee ohne Milch, dann sind die Portugiesen schon überfordert, ey. Das ist dann schon zu viel. Gut, aber wir melden uns gleich wieder. Seid ihr da? Ja, wunderbar. Wir sind jetzt von da oben gekommen, Leute. Da hinten ist unser Hotel. An der Ecke, muss man halt ein bisschen laufen, ne? Sind wir jetzt hier am Strand. Das heißt, hier hinter mir könnt ihr eigentlich schon alles sehen, was strandmäßig abgeht. Da schon so ein bisschen Wind und ein paar Möwen und weiß der Geier, was hier abgeht. Auf jeden Fall, ja, gucken wir da jetzt mal hin. Gestern in dem Video war ja schon Wind schon ziemlich stark und auch laut. Ich muss mal gucken, wie das jetzt hier wird. Ich weiß nicht, hier ist noch mehr Wind am Strand, ist natürlich klar. Mal sehen. Wir gucken jetzt einfach mal hin und ich würde sagen, bis gleich. So, der Wind ist richtig stark. Ich glaube, das kriegt ihr im Mikrofon auch schon wieder mit. Also letztes Mal war das schon richtig hart. Ich gucke jetzt einfach mal hier in den Strand. Der Wind ist richtig übel. Jetzt muss ich ein bisschen leiser drehen, glaube ich. Boah, mir wird die Kamera gleich aus der Hand geblasen, ey. So, das geht da hinten hoch, hier durchgehend Strand. Und Meer. Oh Leute, der Wind ist richtig stark. Naja, wir hauen jetzt erstmal von hier, glaube ich, wieder ab. Ist ein bisschen Sandsturm und sowas hier anbacht. Wir gehen dann morgen. So, es ist immer noch mega windig. Wir sind auch nicht weit vom Strand entfernt. Also wir sind jetzt hier gerade so ein Stück gegangen. Da hinten ist noch der Strand und uns ist auch schon genug Sand in die Augen geweht. Und jetzt gucken wir hier mal lang. Ja. Es sieht hier ziemlich chillig aus. Hör mal hier in den Bäumen, musst du reinlauschen. Da hörst du so eine Vogelgeräusche. Smoke weed every day. Und gucken uns so ein bisschen so die Strandgegend an. Wenn ich das nächste komische Gebäude finde, dann werde ich euch das höchstwahrscheinlich auch zeigen. So, wir haben jetzt den Wochenmarkt gefunden. Wir gehen davon aus, dass es der Wochenmarkt ist. Hier gibt es ordentlich Fisch. Also hier stinkt es auch schon nach Fisch wie nix. Ist der Wagen jetzt der Wochenmarkt?
Okay, doch kein Wochenmarkt. Wir gehen da mal wieder. Da war jetzt eine kleine Reihe von Pullovern und das war der portugiesische Wochenmarkt. Nein, Mann, das war nicht der Wochenmarkt. Was? Die stehen nur da zum Design? Naja, das machen die Portugiesen 24-7. Die stehen rum zum Design. Weil, das sieht wenigstens ordentlich portugiesisch aus. Ne? Wenn da welche mit Fisch stehen. Ja, Hauptsache am Straßenrand stehen die Fischer mit Fisch. Ja, jetzt gehen wir gleich in die Fischversteigerungshalle. Aber erstmal zeige ich euch die Brücke hier. Und da geht es über einen riesen Fluss. Und da wollen wir danach gleich mal rein. Aber jetzt wollen wir hier in die Fischversteigerungshalle. Zumindest meint mein Vater, dass die ein Riesenhaus, wo Jesus an der Wand geklebt ist, eine Fischversteigerungshalle ist. Ja, ich würde sagen, mal gucken, was wir daran finden. So, da sind wir in der Fischversteigerungshalle eben über die Straße gegangen. Und was ihr hier seht, ist fischig. Ihr seht hier reichlich Fisch. Überall, die ganze Halle lang, gibt es Fisch. Lass mal hier geradeaus gehen. Oh, hier riecht es nach Fisch. Und guck mal, hier ist Fisch. Tintenfisch, Leute. Richtig schön frischer Tintenfisch. Guckt euch das mal an. Der springt mich gleich noch an und saugt sich an meinem Gesicht fest. Und da ist sogar noch... Da ist noch der... der Ding. Der Schnabel. Tintenfische haben ja Schnäbel da drin, ne? Oh, hier, guck dir, was ist das denn? Ein riesen Raubfisch, den man essen kann. So ein riesen langer schwarzer Fisch. Und die gucken einen auch noch alle an, so, ne? Eben gerade waren wir noch im Wasser und jetzt liegen wir hier und sind tot. Guck mal, da ist auch so ein... Was ist das denn? Auch kleine Kraken. Alles mit dabei an Fisch. Hier liegt wieder frischer Tintenfisch und alles. Also alles frisch aus dem Meer auf den Tisch geklatscht hier. Richtig gut. Hier riecht es auch total fischig. Alter, wenn ich hier rauskomme, bin ich einfach stinkig nach Fisch. So, Papa, welchen Fisch willst du haben? Guck, und die haben wir uns gestern als Dings reingezogen, als Chips. Haben wir uns reingezogen, ne? Hier dickt der Kopf ab vom Fisch. Also hier wird nicht gezimpert, nicht? Mit dem Fisch. Hier wird hart mit dem Fisch umgesprungen. Gucken wir jetzt nochmal auf die andere Seite. Gehen wir jetzt nochmal lang. Vielleicht finden wir noch ein bisschen mehr. Hier sind wieder die kleinen Kraken. Ne? Ja, gibt Kraken sind es auch nicht. Aber das ist. Tja, gut. Das war die Fishinghalle. Hier ist noch ein Delfin. Ein Delfin aus Dollars. Ne? Seht ihr den? Den seht ihr. Und noch so Figuren haben sie hier auch aufgestellt da. In Reihe und Glied verschiedene Fische. Gut, ich werde mir jetzt hier... hier kann ich euch noch was zeigen. Und zwar den Super... Leute, das ist das Bier aus Portugal. Super Block. Weiß nicht. Da haben sie hier so ein riesen Dings aufgestellt hier. Das geht so in der Kurve. Super Block heißt das Bier hier. Mein Vater hat so eine kleine Dose davon getrunken und meinte, das schmeckt total scheiße. Naja, ne? Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal weiter gucken. So, Leute, eben die Treppe hoch, und zwar diese hier. Ne? Eben, hier ist noch überall der Fisch, wie auf dem Fischmarkt. Ist ein Fischmarkt. Und, und jetzt seht ihr hier die Hühner. Ja? Jetzt können wir uns hier frisch die Hühner gönnen. Die werden dann frisch geschlachtet. Puh, oh, guck mal, die haben schon den dünnen Hals. Die Federn sind schon ab. Also ist halt Markt, ne? Viehmarkt, Fischmarkt. Ich weiß auch nicht, die Eier haben sie da schon gestapelt, die Hühner kacken hier aus Angst die Eier hin und die sammeln sie schnell auf. Ja, und jetzt gehen wir langsam in die Gemüseabteilung. Fleisch ist jetzt vorbei und jetzt sehen wir hier alle möglichen Sorten von frischem Gemüse. Alles mit dabei, seht ihr hier, ne? Alles grün wie im Urwald, gestapelt, auch auf der anderen Seite noch. Ne? Hier so,
Ey, die kriegen wir unsere Palmen, die wir brauchen. Einen dicken Topf. Palmen rauchen. Sie macht Witze. Oh, wenn sie da der Fotos macht. Ich sage, ja, wir sind doch in Urlaub. Das war so. Ja, ist doch klar, Mensch, mach das mal. Wir machen das auch immer, wenn wir woanders sind. Ja. Ja. Die Portugiesin, die mich eben komisch angeguckt hat, jetzt würde ich ihre Hühner wegfotografieren. Die meint das. Ja, gut. Hey, alles total frisch, ne? Ja, hier riecht es jetzt. Hier stinkt es jetzt auch nicht mehr nach Fisch, hier stinkt es jetzt nach Gemüse. Also, das ist echt. Ich mag das Wort stinken. Es riecht, es duftet. Und dann gibt es hier, am Ende gibt es hier noch ein paar Klamotten. Ja? Und hier gibt es anscheinend jetzt auch wirklich kein Gemüse mehr, sondern wirklich Zierpflanzen. Kakteen und Blumen und sowas. Also, wenn ihr die essen wollt, könnt ihr die auch kaufen und essen, aber das würde ich euch nicht empfehlen. Also so ein Markt in Portugal ist echt schnieke, keine Ahnung. Hier kann man echt alles holen und echt mega frisch. Wenn du hier einen Huhn haben willst, das ist frisch. Gut, ich würde sagen, ich gucke mich noch ein bisschen um. Ich gehe wieder in die Fischabteilung, glaube ich, und gucke mir dann ein bisschen die Fische an. Ansonsten würde ich sagen, hey, guck mal, dicht die Wurzeln hier, ey. So, bis später. So, toll. Ich habe meine Eltern verloren. Kevin allein in Portugal. Gut. Irgendwie haben wir uns auf dem Fischmarkt verloren. Wir wollten uns eigentlich auf die Brücke, aber die sind einfach weg, die Spackos. Ach ja, ich habe sie Spackos genannt. Ne? So, gut. Ich würde sagen, ich warte hier auf meine Eltern. Also eigentlich ist hier die Brücke, der Anfang der Brücke. Und wenn sie nur ein klein wenig Grips haben, ja, und nicht irgendwo jetzt in einem Kaffee sitzen und eine halbe Stunde Kaffee trinken oder so, dann sollten sie eigentlich auch hierher kommen oder in diesen Kreisel, in diese Kreiseltreppe dort drüben. Und dann irgendwann hier auftauchen. Ich weiß auch nicht. Ey. Ich hoffe, die haben ein klein wenig Verstand. Ey. Ansonsten gammel ich hier ab und weiß nicht, wohin. Alter. Ich könnte natürlich jetzt einfach geradeaus laufen, aber dann finde ich niemals das Haus von Tisa zum Beispiel, von meinen Verwandten oder meine Eltern zurück. Naja, ich melde mich das nächste Mal, wenn wir uns wieder gefunden haben. Ich laufe nicht nochmal, ich stimme, wenn ich dich nochmal verliere, da sind die, dann, ne? dann laufe ich nicht mehr. Die sagen, ich mich dahin. Die sagen nämlich erst von wegen, ja, lass da rausgehen, dann gehe ich nämlich unten raus und dann auf einmal sind sie verschwunden und sind gar nicht mitgekommen. Ne? Und jetzt wollen die sich beschweren, dass ich hier gewartet habe. Weißt du, ich warte extra hier an einem intelligenten Punkt. Ey, ich chill auch mal nächstes Mal. Einfach so chill irgendwo, bis irgendwann mal jemand ankommt. Ich bin schon einmal nochmal in der Runde gegangen. Alter, ich bin jetzt achtmal durch diese Halle, von oben nach unten. Treppen, Stairs, an sämtlichen Raubfischen, Friedfischen, Kürbissen und Palmen vorbei, Alter. Alter, ich habe jede Palme durchsucht, ob du da drin hängst. Ich bin da runtergegangen, auf einmal warst du weg. Ich hab schon gedacht, dass du dich hier als Dann bin ich hochgelaufen. Hier bin ich hochgelaufen und dann bin ich wieder da durch. Und wieder durch. Den werden wir erstmal verarbeiten. Also ich bin hier derjenige, der zweimal gelaufen ist und nicht ihr. Ich bin achtmal. Ach, von wegen. Achtmal bist du. Hast dich vielleicht so im Gürbel gedreht. Ja, so. Ja, und jetzt gehen wir nicht über die Brücke oder was? Scheiß Brücke. Mein Gott. Ist doch klar, dass ich da oben warte. Wenn wir uns trennen mit den Worten, wir wollen nicht über die Brücke gehen, der Anfang ist aber da. Lass mal Kaffee trinken. Dann ist doch klar, dass wir dann am Anfang der Brücke stehen. Komm, wir trinken Kaffee. Und nicht irgendwo zwischen Kürbissen setze ich mich hin, weil ich meine, hier passe ich hin. Rami? Oder im Kaffee? Hühnerkäfig oder sowas hänge ich rum, Alter. Pick mir da auch den Salat von oben, dann gebe ich runter, ey. Also, ja, weißt du, ich sag doch, ich musste hoffen, dass meine Eltern ein bisschen Grips haben, aber das war zu spät. Hallo? So, wir wollten euch jetzt nochmal eben zeigen, mein Vater ist gerade in etwas Wunderbares reingetreten und zwar direkt vorm Laden ein Stück Scheiße. Ja? Direkt da ein Stück Scheiße. Das haben wir jetzt eben gerade noch gefunden. Es regnet wieder wie vom Feinsten. Ne, schnieselt es so fein runter. Ich hab mir gerade meine Jacke umgebunden. Kann ich mir gleich wieder überziehen. Ey. Wir laufen jetzt diesen langen Weg hoch, Kreis für Kreis. Guck mal, Schnurleben gibt es ja auch. Alles voll mit 1000 Schnüren. Und es ist wieder windig und so. Und Möbel gibt es auch. Alles. Ne? Wir latschen jetzt hier erstmal lang bei der nächsten Sache, wo ich euch ranziehen muss. Geht's los. So, in Portugal gibt es echt jede Kombination von Laden. Und zwar haben wir hier jetzt auch schon wieder Spielzeug, Hosen, Hundzeug. Seht ihr das? Könnt ihr ein bisschen sehen, ne? Hier zum Beispiel diesen Spielzeuggeier oder was das da ist. Action Star Bird, ne? Und unten gibt es einfach mal Hühner. Ich sehe einfach mal Hühner drin. Kleine Hühner, große Hühner, dünne Hühner, alles Hühner.
So, ich gehe da jetzt mal rein und guck mich mal um. Hier hängt schon die Gürtel. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich. So, da sind wir auch im Laden. Und hier gibt es auch Vögel, ne? Viele kleine Vögel. Hier sind auch Wellen, seht ihr hier drin. Seht ihr die? Die seht ihr, ne? Na, wie geht's euch? So einen kleinen Wellensittich, so einen Zahn, ne, den hätte ich auch schon gern. Guck mal wieder. Wie wäre das, Leute? Im Stream? Wie müssten wir den nennen? Ich weiß auch nicht. Und dann gibt's euch hier, ne? Wie heißt ihr nochmal? Die Unzertrennlichen, glaube ich. Und die finde ich auch voll cool. Mann, wie hießen die nochmal? Gaiduras. Gaiduras hießen die natürlich nicht im Deutschen. Und hier sind auch die Zebrafinken. Da gibt's auch so eine Geschichte, die hatten wir auch früher. Die kann ich euch vielleicht nochmal im Stream erzählen, wenn ihr mich daran erinnert. Den Kanarienvogel. Und die sehen auch geil aus. Die sind schön bunt. Die sind gut. Gut. Ich würde sagen, ich gehe mal eben rüber zu meinem Vater. Was ist los hier? Guck, Fische. Nö. Und was ist hier? Schildkröten hier. Kleine Schildkröten drin. Ich wollte gerade sagen, liegt die eine auf dem Rücken, aber das ist einfach nur ein Spielzeugschildkröte, damit die anderen was zum Knabbern haben oder so. Ja. Na, die sind auch cool, aber die kriegen immer, wenn du andere Fische mit drin hast, dann kriegen die immer ihre, wie heißen das denn, Antennen, ne? Ja, die kriegen die immer abgeknabbert von anderen. Da ist ein Spielzeug Wollknäuel mit drin. Die Wälze sind immer ziemlich anfällig. Diese kleinen Panzerwälze hier, die sterben immer ziemlich schnell. Also ich hatte das immer so, dass die immer ruckzuck gestorben sind bei mir. Aber anscheinend war ich auch nicht so der beste Fischpfleger. Ja, naja, ich würde sagen, wir hauen hier ab. Und hier. So, da sind wir wieder, gerade aus dem nächsten Chinesenladen raus. Und meine Mutter hat was gefunden. Und zwar hat meine Mutter hier diesen Koffer gefunden. Der ist zum 10 und der ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Da haben wir uns gedacht, also meine Mutter hat sich eigentlich gedacht, den nehmen wir mit und einen Regenschirm haben wir, glaube ich. Und den hatten wir vorhin schon in irgendeinem Gammelladen, ne? Ja. Ja, haben wir uns geholt. So, aber jetzt erstmal bis gleich. So, was geht ab? Wir sind jetzt hier wieder im Café, wir zusammen. Ja, es ist jetzt Mittagszeit, das heißt, es ist jetzt hier 12:30, ne? Wir haben gefrühstückt, diese, ihr habt ja gesehen, die Berliner. Wir haben nicht mal alle gegessen. Wir haben, mein Vater ein, ich ein, ja, okay. Das war's dann auch fürs Frühstück. Wir mussten bis jetzt nichts essen. Also du hast die ganze Zeit das Gefühl, du brauchst nichts, du musst nichts essen. Wir gehen jetzt hier rein, weil wir wissen, langsam wird es aber wieder Zeit. Es ist jetzt seit 8 Uhr und es muss jetzt mal was Warmes gegessen werden. Aber wir fühlen uns nicht so, dass wir sagen, boah, lass mal was essen, wir haben voll Hunger. Das ist sehr merkwürdig hier in Portugal. Ist irgendwie was anderes. Wir trinken hier unseren Kaffee, laufen hier die ganze Zeit durch Portugal. Wir laufen die ganze Zeit, ja, aber kriegen keinen Hunger. Das ist einfach anders. Ich weiß nicht. Wir haben uns jetzt irgendwie Rind vom Gärtner oder sowas auf Portugiesisch. Die Übersetzung ist irgendwie ein bisschen crap. Die haben uns hier eben so ein paar Taschen hingestellt zum Probieren, so 4 Stück. Die eine war mega geil. Die eine war mit diesem Fisch, den ich euch gestern, glaube ich, gezeigt habe. Oder vorgestern. Der lag da so rum. Und Kabeljau, genau, im Laden, als wir angekommen sind. Genau, das war so eine Tasche, die hat nicht so gut geschmeckt. Aber das andere war mega geil. Das war so eine Creme, Fisch, Schrimps, Creme mit einem Schrimm drin. So, das war mega gut. Das hat richtig gut geschmeckt. Keine Ahnung, was das ist, aber es hat gut geschmeckt. Wir essen jetzt gleich erstmal Rind vom Gärtner, haben hier unseren Kaffee schon wieder und noch was zu sagen? Später. Später, seht ihr. So, wir haben aufgegessen. Wir sehen hier komplett leerer Tisch. Also es war auf jeden Fall auch geil. Also es hat echt gut geschmeckt. Meine Mutter hatte Tintenfischreis, das war Bombe, hat echt gut geschmeckt. Und sie hat auch noch gleich, das seht ihr, habt ihr auch eben auf dem Foto noch gesehen, dass da ja, Tintenfische noch rumgelegen haben. Mega geil, sonst kriegst du in Deutschland vielleicht so Tintenfischring mit so ein bisschen Tintenfisch drin. Dann kaufst du dir so einen 10 Kilo Sack oder was weiß ich aus der Tiefkühltruhe. Und hier kriegst du halt so einen richtigen Tintenfischstreif, ne? Und ja, ich nehme jetzt auf jeden Fall nochmal mit nach Hause. Also ich bin auch, wir haben jetzt, ihr habt ja den Teller gesehen, es war eine Portion 3,50, ne? Und du bist
schweinesatt. Keine Ahnung. Du bist so richtig, als wenn du gleich aufstoßen musst, weil du dich vollgestopft hast. Irgendwie hast du so das Gefühl, obwohl das nur so ein kleiner Teller war. Ne? Also ist echt schon nicht schlecht, finde ich. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt nehme ich noch so eine Schrimpstasche mit, falls ich abends, wenn wir um 1 Uhr oder so wieder zu Hause sind, dass ich dann nochmal so eine Schrimpstasche probieren kann. Meine Mutter hat ja aus der Probe... Aus der Probe haben wir ja probiert, da hat meine Mutter ja den Schrimp rausgestohlen und den Schrimp muss ich auch auf jeden Fall mal probieren. Wir gehen jetzt auch weiter, also wir machen hier keinen Stopp, wir laufen 24/7 den ganzen Tag rum und ja, ne, ich würde sagen, eben gerade hat auch die Sonne schon wieder richtig geil gescheint. Also das war eigentlich mal so ein kleiner Moment, wo ich dachte mir, wuh, mein Rücken wird richtig warm, ne? Also Sonne. Aber jetzt ist auch schon wieder Wolken und alles. Naja, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Station, wo wir bleiben. So, herzlich willkommen zurück. Wieder schön windig. Wir sind gerade aus dem Restaurant raus. Haben nochmal einen Kaffee getrunken, ne? Also, die haben auch die übelste Verkaufstaktik drauf, die Portugiesen. Weißt du, der stellt das auf den Tisch. Diese 4 Taschen da mit sämtlichen Füllungen. Tüte, die fliegt dir wie besenkt. Auf jeden Fall stellt er erstmal 4 Taschen dahin, ne? Und sagt so zu meiner Mutter auf Portugiesisch, oder meine Mutter fragt so, natürlich, wie kommunikationsmäßig passt es mit meiner Mutter und Portugiesen sowieso nicht, ne? Sie fragt, ist das zum Essen? Er fragt, wenn du willst, ne? Und dann am Schluss heißt es, wir haben noch 3 Taschen mitgenommen, am Schluss heißt es, zahlst du so und so viel, also was, die war nicht ärgerlich oder so, ne? Ja, du zahlst das natürlich, weil kannst du stehen lassen, nicht essen, oder du isst es und bezahlst es auch. Gut, wir dachten, das wäre zur Probe, weißt du, probier mal ein Stück, dann nimmst du dir später noch welche mit. Nein. Das Problem ist dabei, bei den 10 Leuten, die vorher sich gesagt haben, das wollen wir nicht, die hatten ein Sabberproblem und das stand da schon auf Tisch. Ja, das ist das Problem. Smoke weed every day. Stimmt, ist es voll mit portugiesischer Spucke gewesen. Ey, und wir Deutschen, Alter, wir haben wieder nichts verstanden. Pfeifen uns das sofort rein. Oh, schmeckt ja voll geil hier. Zahlen gleich 20 Euro mehr. Wir wären verrückt. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal wieder ins Hotel, packen da ein paar Sachen ab und dann machen wir uns wieder auf den Weg. Ich würde sagen, bis gleich. So, wir sind wieder draußen. Wir waren eine halbe Stunde jetzt in unserer Butze beim Hotel und schon regnet es wieder aus Eimern die ganze Zeit. Mein Vater und ich gucken uns jetzt dieses Gerüst an, Leute. Und zwar wollte mein Vater euch mal ein bisschen was dazu erzählen. Naja, ich erzähle, okay, aber das seht ihr. Eigentlich kann das ja jeder sehen, wenn man so diese Stütze da sieht, wie sie so schräg steht, wo jeder gegenlaufen kann. Ja, oben diese 2 kleinen Stichnägel, die da oben an dem Holzgriff festsitzen. Aber die Sache da dran, ja, ist, dass dieses nicht schräg befestigt wurde, noch, ja, dieses Holz da so labbrig hängt. Und die Sache daran ist, dass das Gerüst nicht auf dem Holz, sondern auf dem darüber ragenden, aber nicht auf einem von den Trägern, sondern auf dieser Platte, die schon 100 Jahre alt ist, das ganze Gerüst draufsteht. Nee, Alter, das ist echt heftig. Lass uns hier abhauen. Ja, das ist halt echt krass, Leute. Weg hier. Also, wenn euch das, also guck mal, so schräg stehen die Dinger hier auf dem Boden, ne? Und da steht einfach ein Kilometer Gerüst drauf. Jungs und Mädels, das ist lebensgefährlich. In Portugal wird da einfach drauf geschissen. Ich würde sagen, ich mache mal hier aber just wieder Ende. Also bis später. So, grüß euch erstmal. Wir sind zurück. Die restlichen 15 Minuten war das Thema. Oh mein Gott, dieses Gerüst stürzt ein und ich kacke hier hin und Portugiesen scheißen noch alles. Ja, wir laufen jetzt hier chillig so eine Allee lang. Könnt ihr das sehen? Ja, laufen wir hier so lang. Regnet fleißig, ne? Sind hier so mit Schirm wieder unterwegs. Gestern war es blauer und der Wind haut mir hier fast den scheiß Schirm weg, ne? Und hier mit einer Hand ist halt schon kacke. Ne? Wir sind hier wieder unterwegs. Da sind Autos, da hat einer vom Dach geschissen. Unterwegs. Hier haben wir gestern auch schon Kaffee getrunken. Tja, ne? Sollen wir noch groß erzählen, wir machen uns hier auf den Weg. Wenn wir das nächste sehen, was wir entsetzlich oder cool finden, dann melde ich mich wieder. Also, bis einklemmen hier später. So, diesmal ohne Hand vorher davon wegzuführen und sowas. Es regnet voll ab, ich glaube, ihr hört das. Guckt mal dahin, es stürmt hier übelst ab. Ah, fuck it. Wir laufen hier so lang und wisst ihr, was noch viel schlimmer ist? Mein Arsch ist wund. Alter. Affe wurde wahrscheinlich gefistet, gerackt. Nein. Also, da wir hier so rumlaufen und es nass ist die ganze Zeit, ja,
treibt mein Arsch halt. Das ist ganz normal beim Laufen. Aber weil es die ganze Zeit nass ist dabei, glaube ich, brennt mein Arsch schon wie verrückt. Ich bin mir da ganz, nicht ganz so sicher, warum das so ist, aber es ist so, nicht? So, ich würde sagen, ich kämpfe mich hier weiter durch den Sturm. Das wird auch echt immer schlimmer, Alter. Von Sekunde zu Sekunde ändert sich hier das Wetter. Das ist der Hammer. Ich bin jetzt erstmal hier wieder raus. Ich melde mich gleich, wenn wir vielleicht wieder irgendwo ein bisschen sicher sind. So, wir sind jetzt wieder im Hotel. Und zwar gehe ich jetzt erstmal duschen. Hier liegt auch noch alles rum. Hier, Laptop und sowas. Ich gehe jetzt erstmal duschen. Reib mir den Feuerarsch ein. Alter, Schwede, brennt das. Ich habe hier so Bepanthen, ne? Wenn du die ganze Zeit mit nasser Jogginghose, ey, wenn es die ganze Zeit so regnet, rumläufst, reibst du dir alles auf, Alter. G to the G. Ich gehe jetzt erstmal duschen und dann, ja, wollen wir noch zu unseren Verwandten. Also, bis demnächst. So, da sind wir wieder. Und zwar bin ich hier frisch geduscht. Ohne Gel, Hashtag ohne Gel und Hashtag Affe ohne Hose. GG. Nee, ne? Ich bin jetzt frisch geduscht, hab mir alles eingerieben. Keine Ahnung, ob das jemand von euch kennt. Wenn man so viel läuft, dass da schon alles wund wird, ey. Das brennt wie Otter, ne? Gut, ich würde sagen, jetzt machen sich, glaube ich, meine Eltern noch ein bisschen fresh und so. Ist ja schon Freitag. Und wir haben es, glaube ich, Uhrzeit, steht nicht drauf, gut, Kamera, toll, keine Ahnung, irgendwas abends, 19 Uhr oder so ist es jetzt rum. Und ja, ne, was tun wir nun? Ich glaube, ich warte jetzt einfach erstmal und dann geht's weiter zu meinen Verwandten. Mal gucken, was die noch so zu sagen haben, gucken, was heute noch so ansteht. Ansonsten, tja, wenn ihr das gehört habt, schreibt einfach Hashtag Affe ohne Gel in die Kommentare. Bis gleich. So, ich bin immer noch hier in der Butze. Sieht schon dunkel aus, ne? Ist noch gar nicht, eigentlich gar nicht so dunkel. Ja, ich check gleich hier noch ein bisschen, was ihr so geschrieben habt und sowas unter das heutige Video. Und wir gehen eventuell gleich halt noch Abendbrot essen, weil das letzte Mal, dass wir dieses Rinddings, was ich euch vorhin gezeigt habe eigentlich, das ist schon wieder 6 Stunden her. Und zwischendurch haben wir eigentlich nichts gegessen, sind nur ziellos rumgelaufen, von Chinesenladen in Chinesenladen in Chinesenladen rein und haben geguckt, was es da so gibt. Und morgen wollen wir nach Foz, das soll eine Nobelgegend sein in Portugal, Porto-Gedöns, ne? Wird wahrscheinlich auch ein bisschen interessanter. Ich hoffe, dass euch das Video bis jetzt schon so gefallen hat. Eventuell gibt es gleich noch ein bisschen mehr, falls wir heute noch ein bisschen weitermachen, ne? Nach dem Abendbrot und sowas alles. Aber dann sehen wir uns gleich wieder. So, Mama versteckt sich hinter der Ecke, ey. Wir gehen los. Es ist jetzt abends. Ah, schon bist du drauf. Ja, mit ich schon. Ja, nicht. So, wir gehen jetzt los. Ja, wir sind alle frisch. Und es ist auch wieder richtig schön am Gallern hier, ne? Wieder richtig schön am Regnen, ey. Wir haben auch schon wieder Regenschirm, haben wir hier schon alle, außer Papa, der wird irgendwie nicht nass. Wir suchen jetzt irgendwo ein Restaurant oder sowas zum Abendbrot, das ist unsere dritte Mahlzeit jetzt. Ja, da. Ja, am besten irgendwie 2 Meter oder so, da, ja. Wenn wir da was kriegen, was zu essen, dann machen wir das, glaube ich, auch. Weil wir sind eigentlich, wir sind heute den ganzen Tag gerannt, oder gegangen halt, rumgelaufen, haben jetzt eigentlich auch keinen Bock mehr. Beziehungsweise wollten es eigentlich auch schon mal ein bisschen hinschillen oder so. Haben wir jetzt so eine halbe Stunde, dreiviertel gemacht oder so. Einfach mal, ja, ne? Und dann gucken wir morgen mal, ob wir nach Foz kommen oder so, ne? Ja. So, wir versuchen jetzt darüber zu kommen. Also, bis gleich. So, was geht denn ab? Und zwar haben wir jetzt auch gerade eben ein Restaurant gefunden. Aus Versehen war das anscheinend ein portugiesisches Nobel-Restaurant. Es war nicht wirklich dimensional teuer. Also in Deutschland wäre das mit bei der gleichen Atmosphäre, bei dem gleichen, was du gekauft hast, bei der gleichen Bedienung, wäre es wahrscheinlich 4, 5, 6, 7, 8 Mal so teuer. Weil da war noch der Hummer im Aquarium, ne? Und überall war ein Flachbildfernseher und alles weiß gedeckt und überall siehst du die Köche und die Bedienung rumlaufen in weiß und ohne einen Fleck auf der Jacke und weißt du, also es war, ja, ne? Und wir bestellen da unser Prego. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt wieder auf dem Weg. Wir sind hier
trinke anscheinend noch einen Kaffee. Aber ich melde mich für den heutigen Tag ab. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich werde das gleich noch bearbeiten. Hier trinken wir jetzt noch einen guten Nachtkaffee und dann legen wir uns auch pennen. Da hinten ist es ja auch schon hier. Wir sind hier nur einmal über die Straße und sind dann hier. Ne? Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Morgen gibt es ab nach Vöss oder so heißt dieses Portugal-Viertel. Ich würde sagen, wir sehen uns, haut rein und bis zum nächsten Mal.